Test, Test. Yeah. Unser nächster Speaker braucht sicher keine Ankündigung. Der Titel ist, unser Blog soll schöner werden. Netzpolitik.org gibt es seit 2002 und ist dafür verantwortlich in hohem Maße, dass Nicht-Nerds, normale Bürger mit Begriffen wie Vorratsdatenspeicherung oder Netzneutralität was anfangen können. Ich übergebe jetzt einfach an Markus und wünsche viel Spaß. Danke. Ja, hallo. Ihr habt wahrscheinlich alle mehr Schlaf gehabt als ich, weil bei mir zu Hause ist heute das Wasser abgestellt worden. Deswegen musste ich leider ein bisschen früher aufstehen und das mit dem später ins Bett gehen war eigentlich schon eingeplant. Aber ich bemühe mich mal hier parallel leider zu der Netzneutralitätsdebatte über unser Blog soll schöner werden zu reden, als wir auf Bühne 4 eine Diskussion über Content Delivery Networks mal hingesetzt haben, waren leider die Pläne der Deutschen Telekom noch nicht draußen, sonst hätten wir das irgendwie umgeschoben, weil ich würde jetzt gerne mit der Telekom debattieren, aber das kann man sich dann später auf Video anschauen. Hier geht es auch um Netzneutralität, aber ganz peripher. Hier geht es um unser Blog netzpolitik.org, was eigentlich auch nur groß wurde, weil es das Prinzip der Netzneutralität gibt, was uns eigentlich die Möglichkeit gab, als Sender quasi ja, etwas aufzubauen, was viele interessiert, was uns viel Spaß macht, aber was uns auch vor ganz vielen Herausforderungen stellt. Und eigentlich möchte ich darüber sprechen, wie es so zu Netzpolitik.org gekommen ist, was so die Motivationen sind, wer wir überhaupt sind, wie wir arbeiten und vor allen Dingen, was wir alles vorhaben und vor welche Herausforderungen man dann gestellt wird, wenn man einfach mal so ganz viele Pläne hat, aber eigentlich eine Geldverbrennungsanlage und kein Geschäftsmodell. Die Ursprünge von Netzpolitik.org kann man unter anderem hier sehen. Das ist wahrscheinlich eine Plattform, die nie einer wirklich mitbekommen hat, die man nur noch bei der Wayback Machine auf archive.org findet. Rund um 2002, 2003 hatten wir zwei Ideen. Eine Idee war, dass wir eigentlich mal ein Portal schaffen wollten, wo diese ganzen einzelnen Initiativen, die es gab rund um Netzpolitik, damals gab es auch schon ein paar Initiativen, die gibt es teilweise heute auch noch, teilweise aber nur noch mit einem Namen, einfach mal zusammenfassen wollten und berichten wollten, was macht der Chaos Computer Club, was macht der FÖBUT, was machen die Forum Informatikerinnen für Frieden und Freiheitliche Gesellschaft oder wie sie heißen. Ich kann das seit 15 Jahren immer noch nicht ganz aussprechen, also der FIF. Was machen also all diese Organisationen und kann man das nicht zusammenfassen? Das haben wir dann mal damals mit noch einem Content-Management-System unter informationsfreiheiten.de aufgebaut. Das Problem war, es interessierte niemanden. Also am allerwenigsten die Organisationen, die halt dachten, wir haben eine eigene Webseite, warum soll man was anderes haben? Parallel bauten wir damals New Thinking als unser Unternehmen auf, weil wir mussten uns einfach Jobs schaffen. Wir waren hier arbeitslos und Spaß dabei, irgendwie nach der New Economy in Berlin. Irgendwann fingen die Hartz-Debatten an, wir mussten improvisieren, unsere eigenen Jobs halt schaffen, weil gab halt sonst keine und haben halt mit New Thinking durchgestartet, die hier auch mit Ausrichter sind, aber auf jeden Fall hatten wir noch ein bisschen Zeit und Ressourcen nebenbei. Gleichzeitig führte ich ein anderes Blog und berichtete unter der Domain netzpolitik.org schon über meine Erlebnisse bei einem UNO-Weltgipfel zur Informationsgesellschaft. Also habt ihr wahrscheinlich auch nie was von mitbekommen, das interessiert auch die Medien überhaupt nicht, aber die UNO, die Vereinten Nationen, haben halt zwischen 2002 und 2005 auf zwei großen Weltgipfeln, sowas wie Kyoto und Johannesburg für die Umweltpolitik, über ja, diese Information Society debattiert. Und das Schöne war damals an diesem UNO-Weltgipfel, der einmal in Genf stattfand, einmal in Tunis, damals noch Diktatur, dass jeder mitmachen konnte, weil die UNO damals verstanden hatte, dass halt das Internet gar nicht den Regierungen gehört, sondern der Privatwirtschaft und dass die ganzen Nutzer ja auch irgendwie eingebunden werden müssen. Ach, mein Telefon. Auf jeden Fall konnte jeder als zivilgesellschaftlicher Vertreter an diesem UNO-Weltgipfel teilnehmen und wir haben das einfach gemacht. Und ich bin dann immer nach Genf gereist mit der Bahn und habe dann meinen Schlafsack mitgenommen und habe bei Freunden, die Hotelzimmer bekommen hatten, über irgendwie ihre Jobs und so weiter auf der Fußdecke geschlafen und habe halt als Backpacking to World Politics von diesen Erlebnissen in einem Blog berichtet. Wobei, ich wusste gar nicht, was ein Blog ist. Ich wollte eigentlich ein Content-Management-System haben, damit ich nicht mehr die ganze Zeit HTML tippen musste. Und ja, damals war es noch Nucleus. Nucleus war so ein japanisches freies Software-Blog-Tool, was auch nie sich durchgesetzt hatte, weil ein Jahr später WordPress rauskam. Und das Traurige ist, es gab nochmal das Blog eine Zeit lang online, aber mittlerweile, also
Manchmal vergisst Google doch was, leider immer die falschen Dinge. Private Daten leider oftmals nicht, aber so schöne Sachen wie mein erstes Blog leider doch. Auf jeden Fall, seit 2004 gibt es netzpolitik.org, so wie wir es jetzt kennen, was halt irgendwie dann auch die Vermischung von allem war. Einerseits aus Aktivistensicht über Sachen berichten, andererseits auch aggregieren, was passiert da rund um das Thema Netzpolitik. Und eigentlich haben wir mit der Zeit den Anspruch entwickelt, möglichst alles abbilden zu wollen, was da passiert. Nun ist natürlich, könnt ihr euch vorstellen, die Situation 2013 eine andere als 2005. 2005 gab es vielleicht mal einmal im Monat irgendeine netzpolitische Debatte im Bundestag. Wenn ich mir allein die nächste Woche anschaue, da gibt es irgendwie 7 verschiedene Themen von Abmahnungen über Softwarepatente, glaube ich, bis hin zu Netzneutralität in unterschiedlichen Ausschüssen. Also mit anderen Worten, das Themenfeld ist viel komplexer geworden und das ist nun der Bundestag. Ich weiß gar nicht im Moment, was in einem Europaparlament nächste Woche noch passiert. Und wir wollen auch damit größer werden. So sieht unser Dashboard aus. Wer WordPress benutzt, kennt es. Wir haben bisher über 12.600 Beiträge, 140.000 Kommentare. Die musste ich auch alle lesen, weil ich bin auch irgendwie rechtlich dafür verantwortlich. Grob über den Daumen, jeder 5. Kommentar ist ein Qualitätskommentar, aber dafür lohnt es sich auch, Kommentare offen zu halten. Netzpolitik wurde am Anfang hauptsächlich von mir geschrieben. Mittlerweile gibt es 72 Leute, die einen Schreibzugang haben. Davon sind aber ca. 50 Personen, die den vielleicht ein- oder zweimal genutzt haben oder mal früher genutzt haben, jetzt andere Jobs haben, jetzt Familie haben oder ein anderes Hobby und so weiter. Also grob schreiben 5 oder 10 Leute. Wenn Sie Zeit und Lust haben, größtenteils, weil unsere Redaktion besteht aus 2 Personen, dazu später. So sah netzpolitik.org am Anfang aus. Wir hatten ja immer wie so Nerds immer die Herangehensweise, Design interessiert nicht, kommt ja auf die Inhalte an. Das war aber immer eher so improvisieren, weil wir können halt leider nicht designen und das war so eine Standard-Template von, ich glaube, den ersten WordPress, wo wir einfach nur die Farben umgeändert hatten. Später haben wir da mal ein bisschen rumgebastelt, da sah es dann so aus. Naja, dann haben wir mal den Psychologen und den Nerd rangelassen. Jetzt sieht es so aus. Aber wir haben immer noch die Hoffnung, dass wir irgendwann mal auch Designer ranlassen und die uns dann ein schönes Design machen. Ja, in den letzten Jahren hatten wir auch der ein oder andere größere Fall. Meine große Abmahnung der Deutschen Bahn, weil wir ihre Geschäftsgeheimnisse verraten haben sollten. Nach 5 Tagen haben die dann aufgegeben. Das Thema Netzneutralität behandeln wir eigentlich schon seit Ewigkeiten, vor allen Dingen im Rahmen des Telekom-Paketes 2009, als die EU-Ebene quasi die Chance hatte, Regeln für die Netzneutralität festzulegen und kurz davor war, aber dann aufgrund einer riesigen Telekommunikationslobbymacht irgendwie dran gescheitert ist und nur kann und eventuell Richtlinien oder Direktiven erlassen hat, haben wir damals schon versucht, das Thema zu vermitteln und Menschen zu mobilisieren und zu motivieren, sich doch mal einzumischen, die eigenen EU-Abgeordneten zu kontaktieren. Hätten das damals mehr Leute gemacht, wäre heute die Telekom nicht in der Lage, einfach mal ihre Pläne durchzuführen. Weil damals hat die EU-Kommission beschlossen, naja, Staaten könnten mal was machen, müssen aber nicht. Der Markt würde schon regeln, dieses Mantra, was auch unsere Bundesregierung gerne nachplappert. Und das hat dazu geführt, dass die Niederlande als ein Land einfach gesagt haben, wir schaffen ein Gesetz und sichern Netzneutralität ab. Und Deutschland die ganze Zeit gesagt hat, naja, uns ist das irgendwie wichtig, aber wir vertrauen der Telekom, dass sie schon das Richtige tut. Die Telekom geht jetzt einfach hin und sagt, naja, Teile unseres Internets, nennen wir einfach Fernsehen. Und wer Geld zahlt, kommt halt darüber privilegiert zu den Nutzern. Und deswegen ist das keine Verletzung der Netzneutralität durch diesen Taschenspielertrick, einfach Fernsehen das Ganze zu nennen. Ja, wir hatten auch noch ein paar andere Fälle, aber wir sind unschuldig, dass SchülerVZ pleite gegangen ist. Auch wenn wir mal vor ein paar Jahren 1 Million Datensätze bekommen haben, was eigentlich nicht hätte möglich sein dürfen aus ihrer Sicht. Wir haben noch ein paar andere Innovationen gebracht. Der Schultrojaner war so eine Sache, da wollten die oder haben sich die Bundesländer von der Schulbuchindustrie was unterjubeln lassen, nämlich eine unheimliche Online-Durchsuchung von deutschen Schulrechnern auf der Suche nach illegal kopierten Schulbüchern. Der ist dann irgendwann nach einem halben Jahr wieder abgeschafft worden. Und was vielleicht so eine der größten Stories war, die wir auch im letzten Jahr groß gemacht haben, war die Funkzellenabfrage in Berlin, wo wir irgendwann mal durch Zufall quasi in der Post
Prozessakten gefunden haben, die belegten, dass in Berlin ziemlich häufig, nämlich ganz häufig von der Polizei einfach mal diese Funkzellen abfragen, wer ist jetzt gerade zu einem Zeitpunkt in einer Funkzelle gewesen, abgefragt worden sind. Das sind die Daten, die unter anderem mit der Vorratsdatenspeicherung erhoben worden sind und die eigentlich nur bei schwerster Kriminalität und bei Terrorismus verwendet werden sollten. Aber hier ging es darum, brennende Autos zu untersuchen. Kein Fun Fact am Rande, irgendwann kam halt raus, wer diese ganzen Autos angezündet hat und ich glaube, der hat gar kein Handy genutzt. Also stattdessen haben sie da Millionen Bürger gerastert, vor allen Dingen alle, die irgendwie in Friedrichshain, Kreuzberg und so weiter wohnten und die halt verdächtig waren. Im Moment großes Thema bei uns, was aber leider auch keinen interessiert. Unseren Erfahrungen zufolge werden ganz viele Leute in 3 Jahren aufspringen und fragen, wo kommt das her? Die EU reformiert den Datenschutz und da geht es tatsächlich darum, wie wird zukünftig unser ganzes Datenschutzrecht in der EU aussehen. Da geht es halt um Fragen, dürfen Google und Facebook eigentlich alles machen? Da geht es aber auch um Fragen, dürfen Adresshändler einfach irgendwie von unseren Kindern die Adressen irgendwie weiterverkaufen oder auch nicht? Das ist leider ein Thema, was überhaupt nicht funktioniert. Also es funktioniert weder, dass halt Medien darüber berichten, aber Medien berichten auch nicht darüber, weil es keiner liest, weil es keine Klicks bringt. Und bei uns sehen wir das halt auch. Wir können so viel über die EU-Datenschutzreform schreiben, die uns alle betreffen wird und wo massivste Industrielobbyisten hinterher sind und andere Interessen als unsere Verbraucherinteressen vertreten. Aber macht keiner mit, aber sollte euch interessieren. Ja, ein anderes Thema, was wir eigentlich die ganze Zeit durch begleitet haben, war ACTA seit 2008, hat aber dann auch erst jemand interessiert, als dann in Polen ein Haufen heute Leute rumhüpften und die amerikanische Wikipedia verdunkelt wurde im vergangenen Jahr. Ja, das war ganz grob, aber das kennt ihr wahrscheinlich das meiste schon. In den letzten 9 Jahren hat sich netzpolitik.org auch eine Richtung entwickelt, dass wir irgendwann vor der Frage standen, naja, wir sind jetzt irgendwie alles und nichts. Wir sind auf der einen Seite Kampagnenplattform, wir sind irgendwie eine NGO, aber sind auch keine NGO, wir sind ein journalistisches Medium und wir haben uns halt vor 2 Jahren entschieden, einfach mal quasi noch einen Satelliten zu bauen, das ist Digitale Gesellschaft, wo ganz klar eine NGO, die auch mal unabhängig von uns funktioniert, auch wenn wir es mit vielen anderen angestoßen haben, die funktionieren kann als Interessenvertretung von digitalen Verbrauchern und Bürgern. Eine von vielen. Wenn ihr damit nicht einverstanden seid, macht eure eigene einfach auf. Kostet nichts. Und Digitale Gesellschaft wird sich später präsentieren, ist aber quasi ungleich netzpolitik.org. Ein paar von den Netzpolitik-Autoren sind auch bei der Digitalen Gesellschaft dabei. Viele bei Digitale Gesellschaft sind nicht bei netzpolitik.org dabei und viele von netzpolitik.org sind auch nicht dabei. Also anderes Ding, gibt es aber später, ich glaube 17.15 Uhr, dieser Saal oder ein anderer Saal. Ein anderes Ding, was vielleicht viele nicht wissen, New Thinking macht auch Creative Commons Deutschland. Also das machen wir ehrenamtlich, weil wir kommen so aus der Open Source Welt und haben früher ganz viel mit freier Software gemacht und fanden aber, weil wir selbst, also ich programmiere seit 15 oder 20 Jahren nicht mehr und kann das auch gar nicht mehr, so konnte das früher ein bisschen. Wir haben zwar Programmierer, aber ich fand es selbst immer viel spannender, wie kann man halt diese ganzen Mechanismen, die hinter freier Software, hinter Open-Source-Projekten stehen, auch auf Inhalte anwenden. Und da bemühen wir uns bei ziemlich vielen Sachen einfach Creative Commons-Lizenzen einzusetzen und vor allen Dingen auch dafür zu werben, Institutionen, Menschen zu überzeugen, damit Erfahrungen zu sammeln. Unter anderem die ganze Dokumentation von der Republika findet ihr unter einer Wikipedia-kompatiblen Creative Commons Lizenz. Und da sind wir auch bei der Republika, wo ihr hier seid. Damals wollten wir auch mal irgendwie unsere eigene Konferenz machen, wo wir selbst gerne hingehen. Daraus wurde die erste Republika und jetzt sind wir bei der 7. Das ist halt auch alles ein bisschen größer geworden. Aber es sind so alles so diese Seitenprojekte, wo netzpolitik.org ein bisschen mit drin steckt. Aber wie arbeiten wir eigentlich? Also das ist tatsächlich eines unserer wichtigsten Instrumente. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum auf meinem Telefon das Wetter von Köln drauf ist, aber unser Hausadmin ist hier seit 2 Wochen beschäftigt, das WLAN hier mit aufzubauen. Deswegen konnte ich ihn noch nicht fragen. Ich glaube, das war auch ein kleiner Witz. Aber dieses Telefon ist tatsächlich relativ häufig bei uns im Einsatz. Und das kriegt man gar nicht so mit, wenn ihr als Leserinnen und Leser einfach nur unsere Artikel lest und denkt, naja, das ist ja nicht so viel Text. Aber wir versuchen natürlich, viele Informationen zu bekommen. Und vor allen Dingen klingelt das Telefon recht häufig bei uns. Also der Klassiker ist,
Jemand ruft an und denkt, er ist beim Innenministerium oder beim Datenschutzbeauftragten, weil er oder sie bei Google irgendwas eingegeben haben, Bundesdatenschutzbeauftragte, wir haben guten Suchranking, dann sind sie auf unsere Seite gekommen, haben auf Kontakt geklickt und erzählen uns ihre Lebensgeschichte. Oder haben Fragen zur Abmahnung oder sonst wie. Ne? Oder auch der Klassiker, irgendwelche Journalisten rufen an von ARD und ZDF und fragen, wie sie denn Creative Commons bei sich einsetzen können, weil ihre Rechtsabteilungen sagen immer, das geht nicht. Oder, jetzt geht's ja. ZDF geht besser als ARD, weil ARD muss sich immer abstimmen mit ganz vielen einzelnen Anstalten anscheinend. Aber tatsächlich nutzen wir auch das Telefon immer mehr, um irgendwo anzurufen, Informationen zu bekommen, auch als so quasi Pressestelle zu Pressestelle. Das macht dann immer Spaß, wenn man beim Bundeskriminalamt anruft oder beim Bundesinnenministerium oder sonst irgendwie und einfach mal als Journalist Informationen haben möchte. Das ist aber vor allen Dingen auch mittlerweile die Aufgabe von André. Also netzpolitik.org war am Anfang mein Hobby, so nebenbei. Irgendwann habe ich dann auch gedacht, naja, eigentlich ich kann nicht gleichzeitig bei New Thinking Projektmanagement machen, Kunden beraten, während gerade irgendwelche Debatten am Laufen sind im Bundestag, wo ich auch gerne hingehen würde und habe dann entschieden, na, eigentlich möchte ich hauptsächlich Netzpolitik machen und habe immer mehr quasi mein Involvement bei New Thinking, was ich mal mitgegründet habe, zurückgezogen und mittlerweile sind wir eine eigene Abteilung und haben so gut wie gar nichts mehr mit Kundenprojekten zu tun, das machen andere Mitarbeiter, aber irgendwann war es auch für mich einfach zu viel. Was früher noch spielerisch oder viel besser klappte, weil ich noch viel jünger war und sonst irgendwie, wurde halt auch mit dieser ganzen Themenkomplexität zu viel und ich brauchte einen Mitarbeiter und mein Mitarbeiter ist André Meister, den die meisten vielleicht noch nicht gesehen haben, den man in einem Video sehen kann, was man vielleicht auch hören kann. Ich bin André Meister. Ich schreibe auf Netzpolitik.org. Ich lese Netzpolitik schon ziemlich seitdem es das gibt, seit den Anfängen 2003, 2004, 2005, habe dann irgendwann Markus kennengelernt und blogge eigentlich seit ich den Zugang habe, 6 Jahren oder so. Und seit letztem Jahr konnte ich das zu meinem Job machen, hier Redakteur zu werden. Auf der Webseite steht, Netzpolitik ist ein Blog und eine politische Plattform zur Offenheit im digitalen Zeitalter. Wir verstehen das tatsächlich als eine Mischung aus journalistischem Blog und wir sind aber auch, wir verbergen uns nicht hinter einer vermeintlichen Objektivität. Wir sagen ganz klar, wir haben eine eigene Position, schreiben die aber auch dazu. Ich habe halt irgendwie den eigenen Anspruch, ich weiß nicht warum, immer recherchieren. Ich will genau wissen, wie was funktioniert, was dahinter steht. Und dann rufe ich eben auch mal an oder organisiere irgendein Dokument, was vorher noch nicht da war. Wir sollten das, was wir bisher schon gut machen, noch besser machen. Vielleicht klappt es ja, wenn wir jetzt irgendwie Ideen haben, wie wir zur Finanzierung beitragen können. Eventuell Leute dazu aufzurufen, zu spenden. Ähnlich wie die Wikipedia, dass dann jemand dasteht und Banner und. Ja, das war André. Er muss noch ein bisschen mehr vor die Kamera, er traut sich nie so ganz, aber er kann das eigentlich ganz gut. Das ist unser Büro, so sieht's aus, in beide Richtungen. Es wollte mal unser Nachbar auf unserer Etage bei New Thinking ausziehen und wir sollten eigentlich ein größeres Büro bekommen und seitdem hängen wir da immer noch. Mit mittlerweile 5 Leuten und einem Sofa auf, weiß ich nicht, die Bühne ist größer. Aber wir haben einen großen Fernseher und ein Sofa. Ja. So sieht es aus, wenn wir Besuch haben, dann ist es halt richtig voll. Männer mit Apple-Computern. Das war auch dann ein Treffen, wo wir uns überlegt hatten, wir hatten gerade André, wir hatten mich. Wir hatten eigentlich mal im letzten Winter uns überlegt, eigentlich wollen wir das Ganze größer machen. Wir haben eigentlich ganz viele Ideen, was man noch umsetzen könnte. Wir wollen eigentlich auch in den Bundestag viel öfters gehen. Wir wollen alle Debatten, auch wenn sie keinen interessieren, wenn wir der Meinung sind, sie sind wichtig und sie werden noch wichtiger werden, schon im Vorfeld dokumentieren und nicht auf Klicks gucken wollen. Wie kriegen wir das finanziert? Und dann standen wir auch vor dem weiteren Problem. Wir hatten über 2 Jahre einen Sponsor, ein kleines mittelständisches oder ein größeres mittelständisches Unternehmen aus der freien Softwarewelt, die bei uns Werbung geschaltet haben, aber irgendwann dachten, dass sie mal woanders was machen sollten, ausprobieren wollten. Bei denen hat auch der Geschäftsführer gewechselt. Und auf einmal hatten wir halt eine größere Finanzierungslücke und haben uns dann einfach mal mit ganz vielen Freunden und Bekannten zusammengesetzt, die uns kennen, die aus unterschiedlichen Zusammenhängen kommen und haben uns überlegt, wie
könnte so ein Geschäftsmodell aussehen? In welche Richtung wollen wir eigentlich gehen? Und das sah dann noch so aus. Und wir dachten halt erstmal, okay, unser Stil ist einfach auch transparent zu sein. Unser Stil ist auch Offenheit. Wir führen einfach mal einen offenen Prozess. Und da habe ich dann, ich glaube im Ende Januar, die Serie Unser Blog soll schöner werden gestartet. Und in 5 oder 6 Artikeln haben wir einfach mal beschrieben, wer sind wir überhaupt, wie funktioniert das Ganze mit der Finanzierung, weil es gab so viele unterschiedliche Annahmen. Wir hatten vorgeschaltet eine Umfrage, wer uns überhaupt liest, weil wir hatten so ein bisschen Gefühl, wer könnte uns lesen an Leuten, die wir immer schon getroffen haben und die vielleicht so ähnlich sind wie wir, die auch hier zum Beispiel sitzen. Aber wir wussten es nicht so genau. Und wir wollten auch gleichzeitig haben uns dafür interessiert, ob die Menschen wissen, wie viel Geld wir eigentlich mit einnehmen. Man muss dazu sagen, netzpolitik.org wird von über 30.000 Lesern am Tag gelesen. Wir sind also ein kleines Massenmedium. Das Problem ist, es trägt sich halt nicht. Und wir haben das dann mal auf einer Infografik, wir dachten, Internet, muss man eine Infografik haben, haben verschiedene Modelle durchexperimentiert und das sah dann am klarsten aus, aufgeschrieben, was sind eigentlich die Fixkosten? Wir zahlen uns relativ wenig Honorar aus oder Gehalt aus, weil wir leben in Berlin, wir haben viel Spaß. Wir könnten auch, wenn wir, also die Mieten sind ja niedriger als in München, wir wissen halt, wir könnten natürlich auch viel mehr irgendwie Kundenprojekte machen, dann würden wir auch wahrscheinlich mehr Geld bekommen, weil wir wollen halt Netzpolitik machen und das ist so 5.200 Euro quasi Arbeitgeber brutto. Unsere Leser haben das dann teilweise noch nicht ganz verstanden, dass es nicht das ist, was wir uns auszahlen, sondern da kommen ja auch Steuern und alles mögliche, Abzug und so weiter. Aber auf jeden Fall für 32 Stunden Stellen. Dann auch Praktikanten, Administration, Buchhaltung. Dazu kam dann noch, dass wir eigentlich mal kalkuliert haben, so knapp 1.200 Euro kostet eigentlich die Infrastruktur. Wenn man so rechnet, mehrere Arbeitsschreibtische in einem Coworking-Space oder in einem Büro, dann braucht man auch mal ein Telefon, dann braucht man Server, man braucht Stühle, ab und zu braucht man vielleicht auch mal neue Computer, so alle 1-2 Jahre und so weiter und so fort, also 1.200, inklusive auch noch ein bisschen Reisekostenbudget, falls wir mal nach Brüssel fahren wollen. Ja, und dann standen wir vor dem Problem, dass wir immer mehr Informationsfreiheitsgesetzanfragen gestellt haben, weil das ein wichtiger Teil unserer Recherche ist und die Bundesregierung es dann immer weiter zurückgetrollt hat, indem sie uns Rechnung schickte. Also brauchten wir auch auf einmal einen monatlichen Topf für Anwaltskosten, für Abmahnungen, die uns dann ab und zu geschickt werden und so weiter und so fort. Was ein bisschen uncool ist, aber wir wollen jetzt auch nicht darauf verzichten, quasi unser Grundrecht auf Informationsfreiheitsanfragen irgendwie aufzugeben, nur weil die Bundesregierung irgendwie naja, so ein schlechtes Informationsfreiheitsgesetz nutzt sozusagen, um einfach mal die Bürger zurückzutrollen, die halt Anfragen zu stellen und einfach mal Rechnungen mitzuschicken, um sie einzuschüchtern. Ja, das sind so die Ausgaben, die wir im Moment haben. Wie gesagt, wir sind relativ sparsam für ein Medium. Bei anderen Medien sind wahrscheinlich irgendwie die Arbeitskosten ein klein wenig höher. Aber auf der anderen Seite haben wir die Einnahmen. Wir haben ja vor 2 Jahren eine Vermarktung bei der Zeit als Kooperation oder sind wir eingegangen und da war halt die Situation, wir wollten uns eigentlich nicht um Anzeigen kümmern. Wir wollen eigentlich auch am liebsten das Ganze komplett von uns getrennt haben, dass wir halt ja, quasi unabhängig sind und die Anzeigensachen werden einfach bespielt. Das Problem ist mit der Zeit, sie vermarktet uns jetzt nicht so wirklich. Also eigentlich müsste man mit 30.000 Leuten am Tag viel mehr einnehmen, aber wir haben allein 2 Probleme. Problem Nummer 1 ist, die meisten bei uns nutzen Adblocker, weil man möchte ja nicht getrackt werden und die ganze Werbung sehen, die man auf anderen Seiten so sieht, die haben nämlich viel mehr Werbung. Und das andere Problem ist, so 30-40% unserer Leute lesen unseren RSS-Feed und das ist ein Full-Feed, der halt auch bei Medien unserer Größe eigentlich nicht mehr angeboten wird und der auch werbefrei ist. Dazu kann man ab und zu mal Vorträge halten, dafür kriegt man Geld. Leider reden wir über Netzpolitik und nicht über irgendwelche Wirtschaftsdinger, sonst würden wir das zigfache bekommen. Weil wenn man über Netzpolitik redet, dann ist man meistens bei irgendwelchen kleinen Stiftungen oder sonst wie. Und da gibt es dann immer so die Standardvorträge, Honorare. Also hat man mal so grob über ein Jahr gerechnet, kommen 600 Euro pro Monat rein. In den Sommermonaten halt weniger, manchmal halt mehr in Konferenzmonaten. Und wir haben Flatter seit ein paar Jahren. Und Flatter, wer vielleicht eben bei Tim Britlove drin saß, funktioniert unserer Meinung nach sehr gut für Podcaster, aber nicht für Blogs. Und das finden wir ein bisschen schade, aber so in Diskussionen mit Tim Britlove und anderen Podcastern, die sehr erfolgreich damit agieren, sind wir mal zu der halbwegen These gekommen, kann sein, dass Menschen Podcast viel wertiger halten. Also
Man spricht 2 Stunden lang ins Internet, aber ganz viele Hörer laufen 2 Stunden lang mit einem auf dem Ohr in der Woche durch die Gegend. Das ist total hochwertiger Content. Wir schreiben 10 Stunden lang an einem Artikel, den liest man in einer halben Minute und klickt weiter zum nächsten und sieht es halt nicht als vergleichbar hochwertig an. Also mit anderen Worten, Flatter hat eigentlich in all den Jahren oder in den letzten 2 Jahren bei uns knapp 300 Euro jeden Monat eingebracht, obwohl wir mehr 100 oder 200 Artikel hatten. Also wir haben uns immer schon gefreut, wenn wir 10 Flatter-Klicks hatten pro großer Recherche. Naja, das war noch der andere Teil von der Infografik. Wir haben uns dann überlegt, was wollen wir eigentlich machen und was wollen wir kommunizieren? Also wir haben unsere Redaktion aus 2 Personen. Wir haben unser Netzwerk an Menschen, die gerne mitschreiben, wenn sie Zeit und Lust haben. Wir haben ein viel größeres Politikfeld, was auf einmal in viel mehr Bereiche reingeht, was wir auch alles nicht mehr so gut überblicken können, wie wir es mal vor Jahren konnten, weil es einfach viel kleiner war. Und wir haben ganz viele Erfahrungen in den letzten Jahren gesammelt. Eine Sache war, wir wollen eigentlich ein besseres Frühwarnsystem aufbauen, um viel schneller in den verschiedenen parlamentarischen Prozessen ausfindig zu machen, da rollt irgendwas auf uns zu, was kritisch ist. Es gibt so ein Thema Bestandsdatenauskunft. War auf einmal da. Auf einmal war der Deal zwischen SPD, CDU, FDP da, hat keiner so genau gesehen. Die haben es ganz schnell durchgestimmt, fertig war die Diskussion. Es gab eigentlich keine Diskussion erst im Anschluss. Aber mit massiven Auswirkungen auf Grundrechtseinschränkungen und wir gehen halt davon aus, dass diese Bestandsdatenauskunft vor dem Bundesverfassungsgericht nicht Halt machen, also nicht Bestand haben wird, aber es dauert jetzt erstmal ein paar Jahre, um das da wieder zu entscheiden. Dann war eigentlich immer unser Anspruch, wir wollen, dass unsere Themen auch einfacher erklärt werden. Aber einfacher erklären ist viel aufwendiger. Und Sascha Lobo erklärt ja immer, dass seine Mutter das auch verstehen müsste. Und wir wissen ja auch, unsere Eltern wissen auch nicht so genau, was wir machen. Wir würden es aber gerne unseren Eltern besser erklären können. Aber wie, wenn man halt dafür keine Ressourcen hat und gerade es schafft, irgendwie die aktuellen Themen, zumindest für die Leser, die immer da sind, besser zu erklären. Wir würden auch gern mehr Zeit haben für Hintergrundrecherchen. Das wird ja immer kritisiert. Die Blogger, die schreiben nur woanders was ab. Wir selbst haben halt die Erfahrung gemacht, dass wir eine ganze Menge Geschichten selbst recherchiert haben, die andere Medien dann abgeschrieben haben. Aber wir wissen halt auch, wie aufwendig das ist, dass man halt teilweise tagelang an irgendwelchen Geschichten hinterher recherchiert. Dass man auch sehr oft feststellt nach einer Recherche, ja, da ist halt nichts dran. Muss man halt fallen lassen. Bei Medienhäusern, je nachdem, wie viele Ressourcen sie haben, offline meist besser als online, hat man einfach genug Kapazitäten, Sachen hinterher zu recherchieren. Wir eigentlich mit unseren 2 30-Stunden-Stellen so gut wie nicht, wo alles viel komplexer wird und unsere quasi Freiwilligen drumherum schon viel weniger, weil die haben halt Jobs, Familie und andere Sachen und schreiben eigentlich nur als Hobby. Und wir haben uns überlegt, eigentlich haben wir auch keine Lust, jedes Mal zusammenzuzucken, wenn wir eine Rechnung von der Bundesregierung für eine Informationsfreiheitsgesetzanfrage bekommen. Eigentlich möchten wir auch ein schöneres Design haben. Eigentlich möchten wir mit viel mehr technischen Möglichkeiten spielen. Also müssen wir irgendwas machen. Wir machen einen offenen Prozess, um ein Geschäftsmodell zu finden, was jetzt nicht dazu dient, reich zu werden, sondern was dazu dient, einfach mehr Ressourcen zu haben, die wir wieder reinvestieren können, damit irgendwie ja, alles ein bisschen einfacher erklärt wird, alles ein bisschen umfassender wird, alles auch ein bisschen größer wird. Über die Umfrage, die wir mal gemacht hatten, hatte ich schon erzählt. Das war im letzten Sommer. Das war eigentlich so mal der Einstieg, als wir halt dachten, naja, also ein bisschen Feedback ist auch gar nicht mal schlecht. Es gab halt auch den Wunsch, mehr Hintergrundrecherchen zu bekommen. Die Meldungen und Links, die waren okay und so weiter. Unterschiedliche Meinungen auch. Videos wollen nur wenige mehr haben. Ja, viele sagten auch, wir haben einen Videopodcast und einen Audiopodcast. Ja, haben wir, aber haben wir meistens auch keine Zeit zu befüllen. Wir haben auch eine relativ interessante Zielgruppe, also genauso wie erwartet, irgendwie sind die alle so alt wie wir, plus minus 10 Jahre, also die über 50-Jährigen lesen uns eher weniger und die unter 9-Jährigen auch eher weniger, aber dazwischen werden wir ganz gut gelesen. Und dann war eine Sache, die hat uns echt ein bisschen überrascht, weil wir hatten von gehofft auf 20% Frauenanteil. Gut, unser Sozialwissenschaftler meinten dann noch so, naja, diese 8%, also wenn du ein bisschen rumtrickst, könnt ihr das einfach als 13% benennen, weil Frauen eher weniger bei Umfragen dieser Art mitmachen als Männer. Das kann man halt so einberechnen, weil Männer sehr häufiger ein Mitteilungsbedürfnis in solchen Fragen haben. Aber selbst 13% war noch nicht so genug. Gut, wir haben das zur Diskussion gestellt, weil uns auch interessieren wollte,
woran liegt. Wir haben selbst bei uns, sagen wir mal, unter denjenigen, die aktiv mitschreiben, eine Frauenquote von knapp 25-30%, also viel höher als das hier. Und wir haben das alles mal zur Diskussion gestellt und da sah man dann das ganze Übel des Internets in den Kommentarspalten. Also es gibt ja eine ganze Menge Männer, die irgendwelche Probleme mit Frauen haben, wahrscheinlich irgendwie aus ihrer eigenen Geschichte heraus, und die halt dann überhaupt nicht verstanden, dass wir einfach mal die Frage stellen, zur Diskussion stellen, gibt es ein anderes Leserverhalten von Frauen? Was können wir selbst verändern, um vielleicht auch mehr Frauen zu bekommen? Weil unser Anliegen ist einfach, wir wollen gesellschaftliche Mehrheiten organisieren. Und die gesellschaftliche Mehrheit ist einfach weiblich. Und wenn uns nur Männer lesen, dann haben wir vielleicht ein Problem, weil dann kriegen wir nicht bessere Gesetze für Netzpolitik. Aber es gibt noch andere Statistiken. Wir haben eine Facebook-Seite mit knapp 10.000 Leuten. Weiß auch fast keiner, weil Facebook nutzt man ja nicht. Aber Frauen nutzen Facebook, zumindest mehr als an unserer Umfrage mitzumachen. Hier haben wir nämlich eine Frauenquote von 25%. Das ist so immer noch nicht gesellschaftliche Mehrheit, aber besser als 8%. Nun gut. Wir haben uns dann überlegt, was gibt es denn für ganz viele Möglichkeiten? Natürlich kennt man das halt in den ganzen Diskussionen über Zukunft der Finanzierung des Journalismus. Wir wollten eine Debatte starten, haben auch alles mal zusammengeschrieben, was uns so in den Kopf kam. Erste Möglichkeit war, wir schmeißen einfach André raus, weil dann machen wir kein Minus mehr. Dann habe ich aber das Problem, wenn ich halt unterwegs bin, weil ich im Bundestag sitze oder irgendwelche Vorträge halte, dann geht keiner ans Telefon. Und André kann auch nicht die ganzen Sachen größer recherchieren, wofür ich ihm mehr Zeit gebe. Also es bleibt wieder alles an mir hängen. Dann sind wir wieder da, wo wir halt früher waren. Also haben wir einfach mal zur Diskussion gestellt, war aber eigentlich nie irgendwie bei uns in der Diskussion. Man hat natürlich auch eine andere Möglichkeit. Und ich glaube, vor allen Dingen bei dem ersten dreimal gerade den Preis nach oben, wir könnten uns von der Deutschen Telekom oder von Google sponsern lassen. Machen Medien mitunter, sei es durch irgendwie ganz große Anzeigen oder dass sie halt irgendwie Content-Partner sind oder sonst irgendwie, was vielleicht bei Gadgets oder anderen Sachen viel besser ankommt. Aber wir sind ein politisches Medium. Und wenn wir jetzt sponsert bei Deutsche Telekom sind, dann können wir uns ja nicht mal zur Netzneutralität äußern, weil dann immer alle sagen, naja, eure Meinung ist ja gekauft. Fällt also weg. Eine andere Sache fiel uns ein, funktioniert garantiert auch, weil sonst würden es nicht so viele machen. Wir könnten mehr über Popcorn-Piraten bloggen oder über Apple. Das sind jetzt so, das sieht man wahrscheinlich nicht. Links unten einfach mal die Suche bei Spiegel Online zum Thema Apple. Rechts oben die Popcorn-Piraten, die halt irgendwie die ganzen Piraten-Fails machen, die auch immer dann ganz schnell bei Spiegel Online landen. Meine Vermutung ist, die landen da einfach genau wie die ganzen Apple-Gerüchte da landen, weil es bringt Klicks. Klicks führen wiederum zu mehr Bannerschaltungen, führen wieder dazu, dass man mehr Geld hat. Aber wir wollen eigentlich nicht unter Quotendruck bloggen, um dann auch mehr über Apple-Gerüchte schreiben zu müssen oder Piraten-Fails oder sonstige Fails, sondern wir wollen einfach über die Themen berichten, wo wir der Meinung sind, dass sie wichtig sind und Grundrechtseinschränkungen betreffen. Und dann wollen wir auch weiter über die EU-Datenschutzreform berichten, auch wenn es keine Klicks bringt, weil es halt niemanden interessiert. Dann wollen wir auch weiter über Netzneutralität berichten, Jahre bevor die Deutsche Telekom der Weltöffentlichkeit erklärt, warum das wichtig ist. Ja, aber insofern, das fällt leider bei uns auch raus. Es gibt dann noch so verschiedene andere Sachen. BuzzFeed ist so im Moment so eine der erfolgreichsten Board at Work. Könnte man vielleicht noch Nerdcore dazu packen. Also die lustigsten Sachen aus dem Internet zusammenstellen, von Katzen bis sonst irgendwie. Vielleicht auch noch alles gar data-driven im Hintergrund, dass man genau weiß, was wird gerade geklickt, was wollen wir jetzt mehr haben. Fällt aber bei uns auch raus, weil wir wollen Politik vermitteln. Können wir ja auch nicht die ganze Zeit die lustigsten Katzenvideos bringen. Das geht so einmal im Monat, aber nicht öfter. Sonst kommen dann sofort die ganzen Kommentare. Aber es hat jetzt aber nichts mit Netzpolitik zu tun und so weiter. Gut, dafür gibt es andere Seiten. Man könnte auch seinen eigenen Vermarkter machen, so, wo das mit unserem Vermarkter nicht klappt. Aber das hatten wir auch schon mal. Und da haben wir halt in Deutschland das Problem. Also wir hatten das nicht. Wir waren halt nur bei AppNation. Andere hier auf der Republik hatten das. Wenn keine Mediaagenturen bereit sind, quasi vertikal in den vertikalen Markt reinzugehen und auch bei kleineren Blogs, die zum Beispiel, wie wir, eine sehr feste Zielgruppe haben, Werbung zu schalten, dann funktioniert das Ganze nicht. Und außerdem haben wir, also unsere Motivation ist jetzt nicht, einen neuen Werbevermarkter aufzubauen. Wir wollen bloggen. Wir wollen uns eigentlich nicht so sehr darum kümmern. Wir wollen einfach nur, dass wir mehr oder weniger refinanziert sind. Also das waren bisher alles so Sachen, wo wir dachten, naja gut, die Möglichkeiten gibt es theoretisch. Die können auch andere sicherlich irgendwie umsetzen, mehr oder weniger. Aber was passt denn mehr zu uns? Wir haben uns dann überlegt, na gut, eigentlich müssten wir mal ausprobieren, Stellenmarkt.
wir haben eine ziemlich hohe Nerdquote, männlich. Viele können programmieren. Es gibt sicherlich da draußen viele Unternehmen, die suchen Programmierer. Also hört man immer so. Insofern werden wir mal ein bisschen damit ausprobieren, ob wir jetzt irgendwie an der Seitenspalte, man kennt es auch von vielen Medien, einfach mal so einen Stellenmarkt einrichten und dann so ein oder zwei Stellen im Monat irgendwie ausschreiben und darüber, wie das Ganze refinanzieren können. Wir könnten uns auch an irgendein größeres Medium verkaufen und dann irgendwann Netzpolitik presented bei Spiegel, nicht, dass es da Gespräche gegeben hatte, oder Netzpolitik presented bei Zeit Online oder sonst irgendwie machen, dann hätten wir auch kein Problem mehr. Irgendwer würde uns Geld geben, aber wir hätten das andere Problem, was wir halt vermeiden wollen. Wir wollen eigentlich nicht mit irgendeiner Chefredaktion oder irgendeinem Redakteur über uns irgendwie die ganze Zeit darüber verhandeln, welche Artikel wir wie schreiben, sondern wir wollen einfach die Artikel schreiben, die wir für wichtig halten. Fällt also auch raus. Ebenso ist eher das Problem, wir kriegen immer Anfragen oder immer häufiger für Gastbeiträge woanders. Aber wenn man woanders Gastbeiträge schreibt, hat man weniger Zeit für sein eigenes Blog. Und eigentlich dient ja alles dazu, wir wollen ja mehr Ressourcen, mehr Zeit für unser eigenes Blog haben, um das ausbauen zu können. Also vor allen Dingen auch bei den Tarifen, die man oder Gehältern, die man halt im Online-Journalismus bekommt, lohnt sich das meistens auch nicht, so viel für andere zu schreiben. Eine andere Sache, die uns relativ häufig vorgeschlagen wurde: Wir sollten einfach mal wie Ars Technica den RSS-Feed schließen. Kann man machen. Das führt halt dazu, dass halt mehr Menschen dann immer draufklicken auf die Überschrift, um im Blog zu kommen, dass halt mehr Banner ausgeschaltet werden, wenn man nicht einen Adblocker hat. Aber wir finden selbst RSS toll, finden leider immer weniger, aber wir sind glücklich über jeden vollen RSS-Feed, den wir lesen können. Deswegen ist es eigentlich auch keine Alternative für uns, irgendwie das aufzugeben und wie alle anderen nur noch die Überschriften auszusenden. Aber können wir ja machen, wenn uns mal das Wasser bis zum Halse steht. Aber ist wahrscheinlich auch viel zu aufwendig. Na, eine andere Möglichkeit wäre, wir könnten A, diese ganzen Informationsfreiheitsgesetzanfragen einfach aufgeben, weil dann kriegen wir auch keine Rechnungen, aber dann kriegen wir auch keine spannenden Antworten, die wir teilweise verwenden können. Man muss dazu sagen, von 5 Informationsfreiheitsgesetz-Anfragen kriegt man bei 4 keine Antwort und von denjenigen, wo man Antwort bekommt, ist auch nur noch jede zweite oder dritte zu verwenden. Also das klingt jetzt sehr, wir haben relativ häufig Ergebnisse, aber es liegt halt daran, dass wir auch viele Fragen stellen. Dafür gibt es auch die sehr schöne Plattform fragdenstaat.de. Frag den Staat ist so eine Art soziales Netzwerk für Informationsfreiheitsgesetz-Anfragen. Da könnt ihr euch das einfach zusammenklicken, auch wenn ihr keine Ahnung habt und sagen, naja, das Wirtschaftsministerium, das könnte doch dieses Papier haben, was, über was gerade in irgendwelchen Medien berichtet wird, das wollen wir mal haben. Und dann klickt man sich das durch und andere können halt wie in einem sozialen Netzwerk sagen, ja, das will ich auch haben. Klickt man halt auch an und dann kriegt man es vielleicht zugeschickt oder auch nicht. Ja, manchmal hat man das Problem, man kriegt auch eine Rechnung mitgeschickt oder auch nicht. Andere Sachen waren, wir könnten auch einfach aufhören, in den Bundestag uns reinzusetzen, weil es gibt da häufig Anhörungen für Randgruppenthemen wie Open Access oder Netzneutralität, bevor die Deutsche Telekom da rauskam, wo man halt 3 Stunden lang in eine Anhörung reinsetzt, nochmal 2 Stunden danach alles zusammenschreibt zu einem 20.000 Zeichen Beitrag, der detaillierter ist als Heise, die als einziges Medium auch noch drin sitzen, aber es klickt halt keiner. Also eigentlich müsste man, sagen wir mal, um Geld zu sparen, mit solchen Liebhabereien aufhören, aber uns ist halt wichtig, dass halt diese Anhörungen dokumentiert werden, dass halt genau auch zwischen den Zeilen die Aussagen der Sachverständigen bewertet werden, dass halt nicht nur, ich habe ein neues Handy, ich habe das noch nicht so richtig eingestellt bekommen. Das ist eine andere Sache. Wir könnten auch viel mehr Vorträge halten, dann haben wir auch das Problem, wenn man halt Vorträge hält, André möchte keine Vorträge halten, den muss ich mal mehr dazu motivieren, weil dann kann ich mehr zu Hause bleiben oder beziehungsweise im Büro bleiben und er muss unterwegs sein. Man ist halt die ganze Zeit unterwegs. Man steht halt irgendwo am Flughafen an, man sitzt in der Bahn ohne Internet und man kommt eigentlich nicht zu dem eigentlichen Ziel zu bloggen. Also insofern sind zwar Vorträge relativ wichtig für unsere Querfinanzierung, bringt aber alles nicht so wirklich, weil viel mehr Zeit bekommt man dadurch nicht. Man könnte auch Konferenzen veranstalten, wie die Republika zum Beispiel. Aber da hat man auch das Problem, die Republika wird immer größer, immer teurer und eigentlich kriegt man davon auch jetzt nicht so viel Geld. Wir sind immer glücklich, wenn wir nicht Minus machen, weil irgendwie die Kosten immer explodieren. Und man hat Mitarbeiter für alles, die was machen, aber ja, wir kriegen davon eigentlich nur den Spaß. Deswegen machen wir es ganz gerne. Man könnte auch wieder
mehr wie damals sozusagen Projektarbeit bei New Thinking machen. Aber dann haben wir auch wieder das Problem, dann kriegen wir zwar mehr Geld, aber kommen nicht dazu zu bloggen. Man könnte auch eine Paywall machen. Das war halt irgendein Interview hier zur Republika, was ich mir nicht anschauen konnte, weil ich sollte Geld reinschmeißen. Ist sozusagen die große Hoffnung von vielen Medien, aber unser eigener Anspruch ist, wollen eine quelloffene oder wir fühlen uns als quelloffene Nachrichtenagentur für digitale Bürgerrechte. Wir wollen offen zugänglich sein und wir wollen vor allen Dingen auch nicht das erste Medium sein, was beweist, dass es klappen könnte. Weil wir wissen halt auch, wahrscheinlich diejenigen, die sich das leisten wollen würden, wären auch die ganzen Lobbyverbände und Lobbyagenturen, die uns eigentlich beobachten, um zu schauen, was sie ihren Kunden irgendwie oder ihren Interessengruppen als Gegenstrategien verkaufen können. Wir haben auch relativ viele Vorschläge bekommen, in Richtung eines Freemium-Modells zu gehen. Einer, der immer wieder fiel, war doch, naja, ihr könnt doch einfach sagen, alle, die bezahlen, sehen die Inhalte in Echtzeit und alle anderen sehen sie ein paar Tage später oder eine Stunde später oder sonst irgendwie, dass man halt quasi den Zugang zu Echtzeitinhalten verkauft und dann später alles offen wird. Da haben wir dann nur das eigene Problem, dann in der Zwischenzeit schreiben Spiegel und Heise alles ab und bringen es auf ihrer eigenen Seite offen. Funktioniert halt nicht, außerdem wäre es wieder aufwendig, außerdem wäre es wieder so eine halbe Paywall. Hat uns auch nicht so wirklich interessiert. Aber in so eine Richtung Freemium-Modell könnte man weiter überlegen, das sind wir noch am Diskutieren, da habe ich leider kein besseres Bild gefunden als sowas. Man könnte halt überlegen, ob man halt so eine Art Club schafft. Also Club fiel mir dann die ganze Zeit nur Bertelsmann-Club ein, wo meine Mutter irgendwie mal für 50 Jahre eine Lebensversicherung abgeschlossen hat und immer Bücher kauft jedes Quartal, weil sie denkt, da kommt man nicht mehr raus. Aber man könnte halt irgendwie sagen, ihr bekommt als Leserinnen und Leser, wenn ihr uns Geld gibt, nochmal Veredelungen unserer Inhalte. Also wir haben das schon spielerisch so ein bisschen ausprobiert. Man kann zum Beispiel unsere ganzen Inhalte auch als E-Book verschicken. Man könnte halt jeden Tag als E-Book alle Inhalte per Mail auf eure E-Book-Reader oder auf eure Tablets oder Smartphones drauf schicken und ihr könntet das halt in einer anderen Ansicht euch anlesen, durchlesen. Wir könnten auch alles einsprechen und könnten es euch als Podcast schicken. Also quasi, dass halt die Inhalte weiterhin offen sind, zu lesen sind, aber für die Veredelung quasi über eine Mitgliedsgebühr Geld genommen wird. Kann man machen, wollen wir nicht ausschließen, fanden wir jetzt aber auch erstmal ein bisschen aufwendiger oder mal gucken, was andere Sachen bringen. Wir könnten auch die ganze Zeit über Bücher oder Gadgets oder Waschmaschinen bloggen und dann immer einen Affiliate-Link zu Amazon packen, in der Hoffnung, dass wir über Vermittlungsgebühren 5% bekommen. Aber irgendwie hatten wir das Gefühl, das passt nicht so ganz zu einem Netzpolitik-Blog, wenn wir über Waschmaschinen oder Gadgets oder sonst irgendwie bloggen, nur in der Hoffnung, dass ihr dann alle diese ganzen Sachen kauft. Da fühlt man sich dann so ein bisschen wie eine Dauerwerbesendung im Fernsehen. Man könnte auch sagen, einfach mal, macht doch mal eure Adblocker aus. Im Moment jetzt wieder, nachdem wir also unseren ganzen Aufruf gestartet haben im letzten Monat mit der ganzen Transparenz, zwei kleine Unternehmen, die so Banner mal für einen Monat als Test gebucht haben. Also links sieht man das Ganze mit Banner-Werbung, rechts ohne. Also man sieht auch, wir haben nicht so viele Banner. Ich hätte jetzt mal daneben irgendwie Heise Online oder Golem oder Spiegel packen können. Die haben halt alles vollgeknallt. Das sieht man aber auch nie, weil ihr habt wahrscheinlich auch alle den Adblocker an. Aber Adblocker sind halt ein Problem zur Refinanzierung des Journalismus, wenn man halt eigentlich das ganze Geschäftsmodell nur auf Werbung ausgerichtet hat, wie es im Moment eigentlich in den letzten Jahren eher war. Aber wir wollen jetzt auch nicht unbedingt eine Adblocker-Ausschaltkampagne machen, weil bei uns zumindest skaliert das im Moment halt nicht, weil so viel Werbung haben wir halt nicht, was ihr sehen könntet, wenn ihr eure Adblocker abschaltet. Eine andere Sache, die immer gerne in die Diskussion reinkommt, wir könnten halt Merchandising machen. Aber würdet ihr Kerzen mit dem Netzpolitik-Logo oder Tassen mit meinem Logo oder sonst irgendwie in meinem Gesicht kaufen? Wahrscheinlich nicht. Außerdem haben wir das zusätzliche Problem, natürlich kann man T-Shirts verkaufen, aber wenn wir uns an GIMP setzen und irgendwas designen, sieht das halt nicht so cool aus, wie wenn wir hoffen ja, dass wir irgendwann mal tolle Designs bekommen von irgendwie fleißigen und kreativen Künstlerinnen und Künstler, dass wir halt vielleicht tatsächlich mal T-Shirts verkaufen könnten. Im Moment würden diese T-Shirts halt niemand kaufen. Wir könnten auch mit Büchern experimentieren. Das ist natürlich auch immer ein Weg, vor allen Dingen für Journalisten, sich Geld
dazu zu verdienen, zu der normalen eigenen Arbeit. Wir haben das im letzten Jahr auf zwei verschiedenen Wegen ausprobiert. Einmal rechts habe ich mit Falk Lüge zusammen auf traditionelle Art und Weise im DTV-Verlag ein Buch geschrieben für unsere Eltern, die digitale Gesellschaft. Gibt es immer noch zu kaufen. Ja, wenn ihr mal so ein Grundlagenbuch habt in einfacher Sprache, was sogar meine Eltern verstanden haben, die wissen jetzt halbwegs, was ich mache, könnt ihr das noch kaufen im Buchhandel. Hat aber leider keine Creative Commons Lizenz und wurde am Anfang auch in irgendeinem komischen DRM ausgeliefert, was ich mir noch nicht mal auf meinen eigenen Computern angucken konnte, was ich so ein bisschen schräg fand. Hat auch ich war ganz verwundert, ein halbes Jahr lang gedauert, bis ich es irgendwie in irgendwelchen Tauschbörsen gefunden habe. Also kann man auch woanders finden, aber kauft es euch besser. Links war dann unsere Idee, das hatten wir eigentlich auch seit vielen Jahren mal als Idee mit uns rumgeschleppt. Eigentlich müssen wir mal ein Jahrbuch machen. Jahrbuch in dem Sinne, dass wir mal dokumentieren, was waren die Debatten in diesem Jahr. Und wir haben viele Leute um uns herum, die auch was zu sagen haben. Wir haben es dann mal geschafft, innerhalb von 2 Wochen ein Buch auf die Beine zu stellen mit 270 Seiten, mit 42 Autoren, um es halt gleichzeitig online zu stellen und über E-Book-Plattformen auch zu verkaufen. Frei lizenziert, parallel zur Wikipedia und auch noch, da hatten wir dann glücklicherweise mit ePubli, die hier diesen tägliche Republika-Zusammenfassungs-E-Book machen, den Deal, die haben uns einfach 1000 Bücher geschenkt. Das fanden wir toll, weil auf einmal hatten wir gedruckte Bücher. Nicht so toll fanden wir, dass halt 1000 Bücher dann doch viel mehr waren, als wir dachten, weil 25.000 Mal wurde das Buch kostenlos heruntergeladen, circa 400 Mal als E-Book gekauft, als gedrucktes Buch nur 200 gekauft, weil die meisten haben sie einfach so runtergeladen und wahrscheinlich konnten die meisten mit dem Buch nichts mehr anfangen. Deswegen haben wir noch irgendwie 300, 400 Bücher übrig, die wir bisher noch nicht verschenkt oder gegen Spende rausgegeben haben. Die könnt ihr am New Thinking Stand bekommen und nehmt sie einfach mit, weil sonst müssen wir sie ja mit zurücknehmen und unser Büro ist halt relativ klein, habt ihr eben gesehen, und wenn auch die ganzen Kisten da drin stehen, dann muss der Praktikant dann wieder irgendwie eng zusammengekrümmt sitzen. Und das wollen wir ja auch nicht. Also auf jeden Fall, Netzpolitik-Jahrbuch werden wir auch wieder machen. Hat so ein bisschen Geld reingebracht, aber es war natürlich auch ziemlich aufwendig. Auch wenn wir 2 Wochen irgendwie nur dafür gebraucht haben, da waren aber bei uns dann auch 2 Wochen irgendwie die ganze Redaktion irgendwie mehr oder weniger damit beschäftigt, Buch zu redigieren, vor allem den ganzen Leuten hinterher zu rennen, die halt kostenlos Beiträge gebracht haben, ob sie dann tatsächlich auch was schicken. Ihr kennt das ja mit Freiwilligen zusammenarbeiten, die sagen sofort ja und dann muss man nochmal 5-mal daran erinnern, bis man tatsächlich was bekommt und einen guten Zeitpunkt findet. Mir geht es ja genauso, wenn ich halt solche Anfragen bekomme. Also wenn ihr mir Anfragen schickt, immer sofort nochmal mich später daran erinnern. Eine andere Sache war, alle meinten oder mit denen wir immer geredet haben, macht doch Crowdfunding. Und Crowdfunding mag für viele Sachen funktionieren, hier zum Beispiel das neue Buch von Dirk von Gehlen. Aber wir waren dann echt wochenlang am Überlegen, was können wir eigentlich anbieten für Pakete? Weil eigentlich wollen wir unsere Redaktion ausbauen. Eigentlich wollen wir etwas, was alle kostenlos bekommen, weiter ausbauen. Sollen wir da irgendwie für 5 Euro gibt es einen Händedruck und für 500 Euro muss irgendwie André jemandem was vorsingen am Telefon? Funktionieren diese Pakete oder auch nicht? Wir haben es irgendwann aufgegeben. Vor allen Dingen die Plattformen, die es da draußen gibt, die in Deutschland sind, die sind aufgrund irgendwie Bankensystem und sonst irgendwie alle so ein bisschen komplex. Außerdem diejenigen, die da ein bisschen mehr Erfahrung hatten mit Crowdfunding-Plattformen, meinten, naja, ihr seid so groß, das bringt da überhaupt nichts, über diese Plattform zu gehen. Dann haben wir dann auch mal evaluiert, es gibt ein WordPress-Plugin, wo wir unsere eigene Crowdfunding-Plattform bei uns hätten machen können. Da war aber das Problem, es funktioniert nur mit PayPal. PayPal ist böse, wissen wir, wisst ihr auch wahrscheinlich, aber es nutzen trotzdem welche, aber nicht alle. Also insofern haben wir es weggeschmissen und dachten, kein Crowdfunding, außerdem wollte André nicht für 500 Euro am Telefon singen. Flatter, hatte ich eben schon erzählt, funktionierte halt. Ja, bei Podcastern mehr als bei uns, lief halt immer mit, aber war jetzt auch nicht die Hoffnung, dass es mal groß durchstarten wird. Was wir am interessantesten fanden, war die Idee von der Taz, was wir auch irgendwie so, ja, die sind auch irgendwie aus einer Bewegung entstanden und einen politischen Anspruch und sie haben halt ihre freiwillige Paywall oder Paywall oder wie es sonst heißt, eingeführt, sozusagen ein freiwilliges freiwillige Leserspenden. Und das dachten wir, probieren wir mal aus als eine Säule, ob es funktioniert. Da sind wir halt gerade dabei, wir haben eine kleine Kampagne gestartet, dafür Testimonials geholt, die Katze wollte nicht so sehr, deswegen guckt sie ein bisschen unglücklich. Wir dachten dann, eigentlich brauchen wir Jimmy Wales Gedächtnisbanner.
die dann manchmal ausgetauscht werden, was aber auch ein komisches Gefühl ist, wenn man da irgendwie da oben da steht. Aber wir dachten, als wenn wir jetzt Jimmy Waits nehmen, dann beschwert er sich vielleicht, wenn er nicht gefragt wird. Ja, unser derzeitiger Stand ist, das war noch ein anderes Ding. Wir dachten dann zuerst, machen wir ein Unterkonto auf New Thinking und nennen es halt netzpolitik.org und alles ist gut. Und dann kam erstmal so, das könnte alles so kritisch sein, man spendet nicht so sehr an eine Firma. Also müssen wir erstmal noch einen Verein gründen. Und dieser Verein dient eigentlich nur dazu, Geld zu sammeln und dass wir auch einen monatlichen oder einen jährlichen Bericht machen können, alles transparent machen können, aber dass es nicht irgendwie dubios vermutet wird, dass die Gelder irgendwo drin verschwinden in irgendeiner Firma, sondern ja, jetzt haben wir halt noch einen Verein. Eigentlich wollte ich keinen Verein mehr gründen, weil es echt Bürokratie und Aufwand, aber irgendwann ist dieser e.V. in Gründung auch mal angemeldet. Vielleicht wird er gemeinnützig, wahrscheinlich halt nicht, aber der dient halt einfach nur dazu, ein Konto zu haben. Und jetzt nach knapp 3 Wochen haben wir 21.000 Euro eingesammelt, was schön ist, aber wir können noch nicht ganz genau bewerten, wie nachhaltig das Ganze ist. Es kann natürlich sein, dass es viele gibt, die gesagt haben, ich lese euch seit ein paar Jahren, ich spende euch jetzt einmalig Geld, aber vielleicht erst wieder in 7 Jahren spenden. Wir hatten auch gleichzeitig das kommunikative Problem. Wir wollen natürlich investieren, aber wir schleppen auch ein Minus mit und so weiter. Und eigentlich wollen wir aber auch lieber Daueraufträge haben, aber es ist natürlich schöner, auch am Anfang irgendwie mal ein bisschen mehr Geld zu bekommen. Und insofern können wir das nicht so ganz genau bewerten. Diese 21.000 Euro, die bis gestern auf dem Konto waren, davon sind 15.000 Euro über eine Banküberweisung gekommen, knapp 5.800 Euro über PayPal. PayPal, auch wenn es evil ist, war für einige wohl bequemer, als mal so eine Banküberweisung zu machen. Wir haben an aktiven Daueraufträgen 700 Euro im Monat, wobei wir aber auch nicht wissen, ob die jetzt jeden Monat kommen oder wir sehen sie halt nur, dass es da 700 Euro aktive Daueraufträge gibt, ob sie jetzt jeden Monat kommen oder alle 2 Monate oder einmal im Jahr nur als Dauerauftrag eingerechnet. Sehen wir erst später. Am 1. konnten wir nach 2,5 Wochen sehen, kamen halt 264 Euro ran. Kann auch sein, weil wir die ganze Aktion am 17. gestartet haben, dass am 17. wir genauer sagen können, wie viele Daueraufträge dann sind. Wir haben keine Ahnung, wie das so funktioniert mit den Daueraufträgen. Flatter war überraschend, weil wir sagten, das mit Flatter funktioniert nicht. Haben wir zum ersten Mal Geld über Flatter eingenommen. Aber das wissen wir jetzt auch nicht, ob es irgendwie Geld, ob das regelmäßig ist oder nur einmalig. Also im letzten Monat haben wir 1.300 Euro über Flatter eingenommen. Das war wie 4 Monate vorher zusammen. Dann haben wir angeboten, dass man uns auch über Bitcoin spenden kann. Jetzt haben wir irgendwie 6 Bitcoins, die schwanken so stündlich irgendwie plus, minus, keine Ahnung wie viel. Wir haben also, manchmal sind wir 600 Euro Bitcoin reich, manchmal nur 500, manchmal nur 700. Wir gucken gerade, wie wir sie verkauft bekommen oder ob wir würfeln sollen, wann wir sie verkaufen sollen oder ob wir sie behalten sollen. Vielleicht steigen sie ja nochmal, wenn wieder ein Land pleite geht, keine Ahnung. Vielleicht noch interessant insgesamt so an Statistiken, die höchste Spende waren 500 Euro, über Banküberweisung, über PayPal war die höchste Spende 100 Euro. Bisher haben 829 Menschen gespendet, davon 523 über Banküberweisung, 306 über PayPal. Und der kleinste Dauerauftrag sind 20 Cent, wo wir festgestellt haben, da müssen wir nochmal mit dem sprechen, wenn wir irgendwie kommunizieren können, weil 15 Cent gehen irgendwie an Bankengebühr drauf. Aber trotzdem danke. Aber vielleicht ist es dann doch einfacher, wenn er uns irgendwie die 6 Euro einmal im Jahr überweist und nicht die 20 Cent irgendwie jeden Monat oder so. Aber auf jeden Fall durchschnittliche Spende im Moment 25,38 Euro. Na gut, ich habe ein bisschen, das sind nochmal Statistiken, wann, zu welchem Zeitpunkt, was, wie über bezahlt wird. Wir haben uns dann auch Gedanken gemacht, wie kann man das Ganze als Kampagne verkaufen. Früher oder später machen wir nochmal das Tumblr-Katzen, die auf Netzpolitik starren. Uns sind also verschiedene Sachen zuvor gekommen. Wir haben auch Hunde, die auf Netzpolitik starren. Wir haben auch Waffenbesitzer, die auf Netzpolitik starren. Also ganz viele verschiedene Grafiken, aber kommt nochmal irgendwann. Es gab auch Feedback in den Kommentaren. Es gab sehr viele, die halt auch glücklich waren über die Transparenz oder dass man uns jetzt auch mal Geld spenden kann. Es gab auch diejenigen, die halt das nicht so cool fanden, was wir jetzt machen. Also der erste, ihr macht das nicht aus Idealismus. Der zweite hatte einen super Vorschlag, Praktikanten und Administratoren könnt ihr rausschmeißen, den Server könnt ihr auch selbst machen und einfach mal mehr arbeiten und euch weniger Geld auszahlen.
Dritte gab es auch sehr häufig, wie Horst und so weiter. Also wenn ihr die ganze Zeit propagiert, alles müsste kostenlos sein, was wir halt nie getan haben. Wir haben einfach nur dafür geworben, dass es auch Open-Source-Modelle gibt. Dann dürft ihr auch kein Geld einnehmen. Ja, uns wurden dann auch Strickwaren angeboten, haben wir aber auch noch nicht bekommen. Aber der lustigste von allen war das hier. Ich werde nicht spenden, da in der Vergangenheit mehrere radikal-feministische Artikel hier zu lesen waren. Ansonsten macht ihr super Arbeit. Ich spende mein Geld trotzdem lieber Antifeministin. Gibt es nicht wenige so, ne? Sie haben komischerweise immer einen männlichen Vornamen. Ja, wir hatten eigentlich die ganze Zeit dann noch vor, jetzt diese ganze Kampagne zu mehr zu starten, nochmal mehr darüber zu berichten, aber dann kam halt das dazwischen, das mussten wir noch ein bisschen mehr machen. Oder auf hilftelekom.de könnt ihr die Deutsche Telekom dabei unterstützen, ja, in ihrer Kommunikationsstrategie die Netzneutralität abzuschaffen. Da könnt ihr nämlich eure eigenen Sprüche irgendwie drunter packen und könnt euch aus einer von 30 irgendwie Telekom-Werbungen das passende Hintergrundbild raussuchen und dann weiterverteilen. Ja, und wo wir jetzt noch vor der Herausforderung stehen, neben all den Plänen, die wir haben, falls ihr da mal Lust habt, an dieser Debatte teilzunehmen, vor allen Dingen im Blog. Wir haben zwei große Zielgruppen. Und die eine Zielgruppe ist, das sind Menschen, die lesen alles, was wir bringen, egal wie viel wir täglich schreiben. Das können halt mal 12 bis 20 Artikel sein, aber eigentlich würden wir noch mal viel mehr in so einem River of News eigentlich all das zusammenfassen, was wir sonst nur über Twitter als Links weitersenden oder über Tumblr oder sonst irgendwie. Also wir haben einerseits eigene journalistische längere Beiträge, andererseits viele kleine Linkverweise und ja, auf der einen Seite die, wir lesen alles, auf der anderen Seite diejenigen, die schon von 3 Artikeln pro Tag überfordert sind. Und wie wir das Ganze irgendwie designtechnisch A zusammenbekommen, wie wir das Ganze auch vielleicht durch WordPress-Plugins so hinbekommen, habe ich ja gehört, gestern gibt es was Neues, aber wir wollen nicht das ganze Zeug aus Tumblr und Facebook reinholen. Wir wollen eigentlich sowas alles auf Netzpolitik haben, dass wir halt in der Lage sind, tatsächlich alles zu dokumentieren, was wir eh am Tag an Informationen reinbekommen, um das mit euch zu teilen, damit ihr mehr über Netzpolitik aufgeklärt werdet und euch mit uns zusammen für unsere Rechte einsetzt. Ja, das war der Überblick. Ja, das gibt es hier überall, Tumblr, Facebook, Google+, Twitter. Ich weiß nicht, ob wir noch Fragen machen können. Ich habe viel zu viele Folien gemacht. Ansonsten, ja, danke fürs Zuhören. Also entweder heißt diese zwei, es können noch 2 Fragen gestellt werden oder wir haben nur noch 2 Minuten. Falls ihr, nur 2 Minuten, na gut, dann stellt mir die Fragen draußen. Danke.